Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt und eingeschaltet habt, denn heute sind wir schon bei Teil 2 von meinem Werkzeugkasten, also von einem Schreiner-Werkzeugkasten, Tischler-Werkzeugkasten. In Teil 1 haben wir die Schwanzzinken geschnitten, ausgestemmt, ja, Rückwand genuttet, eingeschoben, angenagelt, den Korpus verleimt. Und jetzt in Teil 2, die Rahmendüren schneide ich das erste Mal mit der Schlitzsäge. Habe ich zuvor mit einer so Dreikantfeile geschliffen und jetzt beim zweiten Tüll habe ich schon die Hälfte geschnitten und das ist schon fast schön. Ich finde es dann schön, wenn ich das in 100 Jahren anschaue und sehe, wie schlecht ich vor 100 Jahren gearbeitet habe. Denn in 100 Jahren, da werde ich mit einer Handsäge schneiden wie eine CNC-gesteuerte Laser-Hochpräzisionsmaschine. Also das Tüll wird eigentlich so verleimt und fertig gemacht. Hier habe ich einen Teil schon geschnitten. Hier sieht man das schon sehr gut. Halber Strich stehen gelassen, mit der Raspel arbeite ich danach, dass es schön ausschaut. Hier sieht man noch die Markierungen vom Streichmaß. Das lege ich mir jetzt so her, das ist unten, das ist aufrecht. Hierbei schaue ich auch so durch, dass der Bogen, den das Brett macht, zum Korpus hinschaut. Dann kann ich das mit den Bändern spannen und es liegt besser auf, meine Meinung. Auf jeden Fall ist das Tischlerdreieck gemacht worden, hier Seitenteile und oben. Und jetzt gehen wir es an. Hier an diesem Teil müssen wir die Zapfen schneiden. Ich lege mir das her und reiße mir quasi Brettstärke an mit dem Winkelhaken, dass es gerade aufliegt. Mache mir hier den Strich. Das mache ich auf der anderen Seite genauso. Strich. Diese zwei verbinde ich so, also verbinden. Sie sollten sich alleine verbinden, passt. Vorne bündig mit dem Winkelhaken wieder in den Winkel drücken. Hier beim Einspannen auch wichtig, das ist die innere Seite, wo die Frieser aufrecht gehen. Also das sieht man eher nicht. Das wird ja durch das aufrechte Fries verdeckt. Diese Seiten hingegen sieht man. Somit spanne ich mir das so ein, dass ich auch auf dieser Seite schneide. Denn mir ist es lieber, dieser Schnitt passt wie der andere. Auf der anderen Seite, den sieht man sowieso nicht. Jetzt reiße ich mir das an. Ich drittle das auf. Man kann sich die Striche auch nachziehen. Das Äußere muss weg, das heißt, der Schnitt muss rechts hier vom Strich erfolgen und auf der linken Seite links vom Strich im abfallenden Teil. So, Daumen her. Jetzt schneide ich mir das hier an. Jetzt ist es gerade eingespannt und jetzt schneide ich den Rest bis hinten. Hier, halber Strich sollte stehen bleiben. Andere Seite dasselbe. Halber Strich und abfallender Teil wird geschnitten, also im abfallenden Teil. Wenn man sieht, es wird schon anstrengend, dann schaut man, wie wenn man kontrollieren will. In Wirklichkeit will man zur Luft kommen. Es ist auch sinnvoll, wenn man das von 5 mm oder so länger lässt, denn am Anfang ist es immer schwer, die Linie zu finden. Und wenn man dann die Linie hat, ist meistens ein 2-3 mm schon vergangen. Dann könnte man die 5 mm abschneiden. Ich habe das in dem Fall jetzt nicht gemacht, denn wie gesagt, ich will ja, dass ich in 100 Jahren erkenne die Steigerung. So, das ist fertig. Jetzt zweite Seite. Das nehme ich als Führung. Und hier kann man erkennen, hier ist ein kleiner
Buckel noch, das rasple ich jetzt heraus. Hier muss ich perfekt sein, das andere ist wieder egal. Natürlich wäre es super, wenn es perfekt ist. So, hier bin ich jetzt perfekt nach dem Strich und andere Seite auch noch. Bei der anderen Seite könnte es jetzt noch mehr werden, es wäre kein Problem, denn wie gesagt, das wird abgedeckt. Jetzt schneide ich das auf der anderen Seite noch fertig, nachdem ich das geraspelt habe. Dann werde ich einen Schlitz machen und bei einem Schlitz lasse ich euch wieder dabei sein. Das ist das andere aufrechte Fries, das ich schon vorgemacht habe. Es ist noch eines jetzt zu machen. Und jetzt stecke ich das mal zusammen und stelle fest, hier springt das um einen halben Millimeter vor und auf der anderen Seite natürlich zurück. Das heißt, an dieser Wange gehört was weggenommen. Leichter tue ich mich, wenn ich hier was wegnehme. Beim Raspeln immer sinnvoll schauen, dass man es innen wegnimmt, nicht am Rand, sonst rundet man das ab. Ja. Aufgrund des Tischlerdreiecks weiß ich immer, wie das zusammengehört. Ah, ist schon deutlich besser. Jetzt ist es wirklich nur noch ein Hauch. Aber ich probiere mal. Okay. Dann kann man schauen, welche Wange man mehr wegdrückt. Diese hier. Wegen der Markierung habe ich das jetzt in die Höhe. Und jetzt passt das ganz genau. Die Wangen sind perfekt. Auch auf der anderen Seite. Vielleicht hier ein Tausendstel Luft. Falls die Luft bleibt, wenn ich die Zwinge ansetze, werde ich hier einmal mit dem Putzhobel drüber fahren. Dann geht das weiter hinein. Die Verbindung wird auch schon schöner. Wenn dann Leim drinnen ist, ist das eigentlich fast dicht. Das ist wirklich schon ein annähernd perfekter Schnitt. Hier steht überall die Hälfte. Auf der anderen Seite auch perfekt. Nur einmal hier steht ein Viertelmillimeter. Also das macht echt eine Freude, wenn ich dann so einen schönen Werkzeugkasten habe. Da werde ich dann Werkzeug hineinhängen. Putze ich das noch durch. Wenn ich das jetzt nach dem Strich wegraspel, rasple ich nicht am Strich, sonst mache ich das rund, sondern ich unterrasple quasi innen lieber. Jetzt ist nur mehr diese eine Seite zu schneiden. Hier kommt die Füllung her, die Außenseite drehe ich zu mir, dass der Schnitt außen schön ist. Hier brauche ich nur hier die Breite anreißen, denn außen wird nichts weggeschnitten, nur herausgestemmt, wie ihr gerade gesehen habt. So, die Mitte kommt heraus. Somit muss man die Säge quasi in den Innenbereich legen. Nicht außen, außen werden die Zapfen geschnitten, innen der Schlitz. Upp, da wäre der Finger gleich weg gewesen. Die ersten paar Anritzer mache ich auf Zug, da hackt sie nicht so und wenn es gegriffen hat, dann gehe ich auf Druck. So, hier mache ich mir auch gleich den Anritzer. Die Schlitze sind alle fertig gemacht. Jetzt werden wir die Nut einfräsen. Normal wäre es ja so, dass man diesen Zapfen hier absetzt und den Schlitz bei den aufrechten Friesern um das verkürzt, was die Nuttiefe ist. Denn wenn ich hier durchfräsen würde, hätte ich ja hier ein Loch. Aber dieses System mit den zusammengesetzten Friesern seht ihr schon in einem Video von mir, wo ich beim Hühnerstall dieses Rahmentüll mit Füllung herstelle. Aber da habe ich das ganze Projekt mit der Fräse gemacht, also auch den Schlitz und Zapfen mit einer Schlitzscheibe gefräst. Und da sieht man, wie ich das absetze. Hier in diesem Fall zeige ich euch, wie man das mit Einsatzfräsen macht. Jetzt kann ich das alles so lassen, setze hier ein zu Fräsner
und erspare mir dadurch eigentlich diese Absetzerei. Und Nutten muss ich sowieso, ich brauche mir hierzu nur dieses Brett herzwingen. Das ist der einzige Unterschied. Daher finde ich diese Methode auch sehr sinnvoll. Wenn ich jetzt mit der Handsäge schneide, wäre es eigentlich sinnvoller, wenn ich das absetzen würde. Ich würde mir die Tiefe ersparen zu schneiden. Aber bla bla bla, man kann es machen, wie man will. Jetzt machen wir es mit der Methode Einsatzfräsen. Die aufrechten Fräser kann man dann wieder durchfräsen mit dem Vorschub. Ich zeige euch das. Das kann man eigentlich mit der Hand halten und hinfahren. Wenn es einem zu gefährlich ist, nimmt man diese Schiebestöcke. Ich bevorzuge die Schiebestöcke, denn ja, wenn möglich, dieses Brett hier etwas Luft lassen, damit der Dreck hier durchfliegen kann. Aber das sieht man sowieso gleich, wenn man das mal macht. Und man würde sich das hier ganz herspannen. Diese Ecke füllt sich relativ schnell mit Frässpänen. Und dann liegt man hier nicht ordentlich auf. In diesem Fall habe ich jetzt darauf geachtet, dass ich das Tischlerdreieck immer zu mir schauen habe. Immer Innenseite natürlich. Dass die Unterseite, Oberseite, perfekt. Jetzt noch schnell die Fräse umbauen, denn die aufrechten fräse ich mit Vorschub. Immer leicht schräg stellen, dass der Vorschub das Teil an den Anschlag anpresst. Die Tiefe stelle ich mir ein, indem ich mir hier was herlege. Perfekt. Dann drehe ich immer noch den Fräser, ob er nicht ansteht irgendwo beim Vorschub. Alles kontrollieren, ob es angezogen ist und wir können fräsen. Das werden die Füllungen für die Rahmentür. Die werde ich verleimen und dann werde ich sie abhobeln auf die Dicke, die wir brauchen. Die Nut ist jetzt 6 mm stark, außen bündig, innen lasse ich es vorspringen. Ich nehme an, mit 15 mm sind wir dabei und jetzt haben wir hier, ja, 8 mm gehören weg. Leimregel wichtig, linke, rechte Seiten, Tischlerdreieck drauf machen. Ich habe mir hierzu Holz genommen mit einer wilden Maserung, also keine geraden Linien, also ein Floder, sagt man bei uns. Hier rechte Seite oben, da muss hier die linke Seite oben sein. Tischlerdreieck, hier mache ich einen Einser und hier einen Zweier, dass ich ja nichts vertun kann. Und jetzt lege ich mir das so zusammen und das so. Auch hier Zeitung, damit mir die Backen nicht kleben bleiben. Wenig Druck geben, erst später mehr Druck geben. Denn wenn ich jetzt zu viel Druck geben würde, könnte es eventuell sein, dass ich sie gar nicht schön dicht bekomme. Glaube ich. Hier einen Zwinger. Muss hier nichts beilegen, da das sowieso geschnitten wird. So, jetzt kann ich die schon mehr anziehen. Bin ziemlich bündig. Was aber eigentlich egal ist, da es sowieso gehobelt wird. Jetzt wische ich noch den Leim weg. Jetzt ist das eingespannt, das lasse ich trocknen. Ich habe aber noch eine Information. Ich habe jetzt gehört, wenn man jetzt eine, wie ich diese Platte verleimt, und hier ist der Leim, dann quillt durch die Feuchte des Leims das Holz hier in der Umgebung ein wenig auf. Wenn ich jetzt gleich am nächsten Tag oder eine Stunde später schleifen würde, würde ich dieses aufgequillte Holz wegschleifen. Nach 2-3 Wochen ist das dann eingetrocknet, dann hat man überzogen gezeichnet hier so ein Loch drinnen. Das heißt, man sollte es trocken werden lassen. Am besten wäre, wenn man jetzt, sagen wir, 2 Wochen wartet, bis die Feuchte wieder weg ist und dann schleift. Wenn es eine Tischplatte ist, kann es sein, dass man es sieht. Mir ist das eigentlich noch nicht passiert, aber es klingt logisch. Und PU-Leim zum Beispiel ist wieder nicht feucht. Also der gibt dem Holz keine Feuchte. Der entzieht angeblich noch dem Holz Feuchte. Also ja, man kann es bedenken, man muss es aber nicht. Ich werde ein wenig daran denken, aber werde jetzt nicht mein ganzes Leben danach richten. Also ein kleiner Gedanke an diese Situation, also an diese Leimaufquill,
Situation werde ich schon. Ich rede mich da jetzt in was hinein. Für mich geht es jetzt weiter. Zack. Das ist die Vorderseite dann, der Türl. Hier vorne beginnt quasi die Füllung. Und hinten will ich dann bündig sein, aber hier muss Luft sein, damit es arbeiten kann. Von Sichtkante, was man vorne sieht von der Füllung, bis nach hinten sind das 16 mm. Jetzt habe ich die Füllungen, habe ich jetzt runtergehobelt auf 16 mm. Jetzt messe ich wegen dem Zuschnitt, werde ich zuschneiden und dann werden wir einen Falz anfräsen. Dann kann ich das verleimen. Die Füllung wird nicht verleimt, sonst würde sie ja reißen. Innen 19,1, 4 mm und 4 mm will ich in die Nut hineinschauen. Das sind dann 19,9 in der Breite und 3 mm ist auf jeder Seite noch Luft zum Arbeiten. In der Länge haben wir 84,1 ist 84,9 cm. Jetzt werde ich die Füllungen schneiden und dann werden wir einen Falz fräsen. Die Füllungen sind geschnitten, jetzt stelle ich noch den Fräser ein. Die Tiefe, 4 mm gehe ich hinein. Jetzt will ich noch Luft haben, machen wir 8 mm Tiefe, was wir fräsen. Muss ich zu dieser Schneide gehen. Bisschen noch nach hinten. Ein bisschen. 8 mm, jetzt kann ich das anziehen. Das hier auch. Wichtig ist es, wenn man das messt, immer bewegen ein wenig, dann sieht man den höchsten Punkt. In der Höhe müssen wir einstellen, 16 hat das Brett und 16 ist die Nut. Jetzt muss ich genau diesen Teil, einen Zentimeter. So, jetzt schaue ich noch, welche Seite ich sehen will. Die will ich sehen, also auf diese kommt der Falz. Und beim anderen Brett, also so bleiben sie liegen, das X will ich quasi beim Fräsen nicht sehen. Jetzt den Vorschub einstellen. Sehe ich, wie weit ich nach unten muss. Wichtig noch, das einmal drehen, um zu schauen, ob ich nirgends anstehe. Zumachen, Kontrolle. Vorschub stelle ich jetzt ganz langsam ein, dass ich keinen Stress bekomme. Machen wir nur eine Probe. Geht ganz super hinein. Damit es nicht ausreißt, schicke ich hier immer das Lenksholz nach. Dann reißt hier nichts aus. Diese Innenseiten habe ich alle geschliffen, denn da komme ich später schwer dazu. Das andere kann ich natürlich alles dann schleifen, wenn es verleimt ist. Die Zapfen leime ich auch etwas an. So, jetzt habe ich das Tischlerdreieck. Dadurch kenne ich mich aus, wo was hingehört. Hier gebe ich mir die Zeitung unten hin, damit ich den Leim, den ich jetzt durchtauche, nicht auf meiner Werkbank ist. Jetzt muss ich die Füllung hineingeben, denn ich habe einen Satz gefräst. Ich könnte sie nicht durchtauchen. Hier gebe ich ein wenig Leim hinein auf der Rückseite. Dann kann ich die Rückwand richten und sie hält auf einer Seite. Auf der anderen Seite kann sie sich quasi dann bewegen. Die Rückwand presse ich an diese 4 mm Backel an. Dann ist das links und rechts gleichmäßig aufgeteilt. Jetzt kann ich das umdrehen, dass ich die schöne Seite sehe. Diese Backel sind immer sehr wichtig. Das hält mir das Türl jetzt gerade. Hier dasselbe. Zwei Türl habe ich jetzt rundherum geschliffen. Das ist wichtig, dass ich einen geraden Anhaltspunkt habe. Dann werde ich mir das zweite Türl hier montieren. Dann sehe ich ganz genau, wo noch was weggeschliffen gehört. Das kann ich mir dann anzeichnen, aber dazu später mehr. Dieses Türl habe ich jetzt angeschlagen, noch nicht fertig. Also so sieht das aus, wenn es eingestellt ist. So sieht es aus, wenn keine Lasche drinnen ist. Und das ist wieder ein eingestemmtes. So sieht das von außen aus. Sollte hier schön bündig sein. Hier ist es noch nicht bündig um einen halben Millimeter, aber das richtet dann das Band und hier passt es auch ganz genau. Diese zwei habe ich schon gestemmt. Hier ist es etwas blöd. Hier ist die Maserrichtung verkehrt. Jetzt muss ich so verkehrt stemmen. Das ist natürlich, mir wäre es lieber so, aber dann reißt das alles aus. Aber das sieht man sowieso gleich beim ersten Schlag, wenn was nicht passt. Jetzt muss ich, hier war es etwas blöd beim Stemmen. Die zwei habe ich schon gestemmt. Das dritte machen wir jetzt gemeinsam. Hier ist, also wenn ich so stemme, stemme ich gegen die Maserrichtung und das reißt alles aus. Muss ich hier so etwas kompliziert stehen, aber das macht nichts. Das geht halt, wenn man so gelenkig ist wie ich, ist das überhaupt kein Problem.
reiße ich mir das mit dem Winkelhaken an. Das Lappenband hier halten. Passt genau. Jetzt mit diesem Streichmaß habe ich mir hier die Rückseite eingestellt. Ich habe hier einen halben Millimeter, lasse ich hier noch stehen. Hier muss ich nicht stemmen. Wenn ich hier mit dem Stemmeisen ansetzen würde, würde das natürlich wegbrechen. Und auf der anderen Seite habe ich mir die Tiefe eingestellt. Also ich bin recht großzügig beim Armreißen. Ich habe keine Probleme, wenn man die Spuren hier sieht. Jetzt halte ich mir das Band hier herein, das muss schön bündig sein, das passt. Und dann bohre ich mit dem Zentrierbohrer vor. Dann kann mir das Band nicht verrutschen beim Anschrauben. Und jetzt lege ich mir das Türl her. Diese Seite sehe ich gleich, wenn ich hereinkomme in die Werkstatt. Somit habe ich geschaut, dass diese Verbindungen hier perfekt sind. Schlitzerzapf ist, wie ihr gesehen habt, mit Hand gemacht. Somit ist eine Seite nicht so schön. Ich werde die nicht schönere Seite, glaube ich, nach außen geben. Das ist auf diese Seite und die schönere nach innen. Denn das sehe ich beim Ausmachen eher wie auf der anderen Seite. Also da muss man sich einfach Gedanken machen, wo das hinkommt und wie das aussieht. Ich werde oben bündig gehen und unten muss ich dann noch was wegschleifen. Und hier kann man jetzt das Gestemmte sehen. Hier wieder. Und hier, das übertrage ich mir jetzt mit meiner Hochleistungshand genau auf das Türl. Und jetzt kann ich mir das hier anzeichnen und ausbohren. Ich reiße mir das genau an, mache dann aber noch einen kleinen Trick, das werde ich euch gleich sagen. Die Tiefe habe ich mir mit dem Streichmaß hier angerissen. Und bevor ich aber stemme, lege ich mir das hier her und dann erkenne ich am Strich, ich muss Innenkante Strich stemmen, dass es schön passt. Es soll ja schön streng drinnen sein, das Band. Also wenn man gegen die Maserrichtung stemmen muss, wird das nicht sehr schön. Bei mir passt jetzt ganz genau, aber wenn man jetzt zum Beispiel zu tief unten ist, kann man ja ein kleines Wegstemmabfuzelrestel dazulegen. Aber jetzt geht es mir mal ums Anbohren. Und das nächste. So, jetzt habe ich die Bänder hier. Beim Anschrauben ist das etwas blöd, das muss man so komisch halten. Ich habe das noch nicht fertig angeschraubt, aber auf jeden Fall hier spüre ich, dass es um einen Hauch vorschaut, habe ich mir 0,2 mm Wegschleifen hergeschrieben. Einen Strich und hier ab hier 0,2 mm weg, hier schaut es vor. Und hier passt eigentlich alles. Und hier oben auch. Und hier habe ich mir da angerissen, wie viel weg muss, dass ich hier in einer Flucht bin. Hier müssen jetzt 0,2 mm weg. Hier habe ich überhaupt präzise angeschrieben, 0,18 mm. Aber das habe ich wirklich so im Gefühl ungefähr. Ich weiß damit, was ich weg muss. So, jetzt schleife ich gleich die Fläche. Mache ich dieses Türl gleich fertig. Ich werde da jetzt eine Rundung mit einer kleinen Kante hineinfräsen. Welches Profil würdet ihr mir vorschlagen, hier zu nehmen? So, jetzt schleife ich noch alles nach. Was ist das? 120, passt. So, die Türl sind jetzt fertig geschliffen. Jetzt werde ich sie noch ölen. Also diese Seite ist jetzt sogar schon das zweite Mal geölt. Ich habe das geölt und dann einmal zwischengeschliffen mit einem 240er Schwamm. Türlbau ist abgeschlossen. Ich werde die Montage dann machen, wenn der Korpus an der Wand hängt. Ich hoffe natürlich, dass euch Teil 2 genauso viel Spaß gemacht hat wie Teil 1 Korpusbau. Teil 2 war Türenbau mit Füllungen und Teil 3 wird das ganze Innenleben sein, die Montage des Kastens. Das Handwerk der Tischler ist eine große Last, weil ganz selten eine Verbindung zusammenpasst.
Früh wurde noch gehobelt, das Kraut, Tod und Staub. Jetzt wird sowieso nur jedes Kasterl von einem Roboter zusammengebaut. Jetzt wird sowieso nur jedes Kasterl von einem Roboter zusammengeschraubt. Ich sage tschüss, Papa, bleibt mir gewogen, stellt euch aber nicht auf die Waage. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, Manuel Hafner verbessert die Welt. Abonniert bitte den Kanal, drückt Gefällt mir, wenn es euch gefallen hat. Und drückt Gefällt mir, wenn es euch gefallen hat. Und drückt bitte Gefällt mir, wenn es euch gefallen hat. Dieses Video ist gewidmet den Maximilian und den Stefan, die jedes einzelne Video von mir auswendig kennen. Sie können den Text besser, wie das Originalvideo ist. Und sie essen total gern